Hallo, ich bin wieder da. Okay, ja. So, zum Adventskalender. Erstmal der erste Tag. Ihr solltet euch nicht wundern, denn die Auspackeritis. Und der Adventskalender selber ist auf meine Art und ihr wisst, dass ich ziemlich an der Wöckel habe. Und ich gurgel gern mit Pfotzenschleim. So, und jetzt erstmal zum Paket. Aufpassen, dass die Kamera umreißen. Haben wir erstmal unser Päckchen. Hier haben wir noch einen Rücksendeschein, falls das nicht gefällt. Tja, wenn sowas gebraucht ist, glaube ich nicht, dass man das zurückgeben kann. Oder sollte. So, auf jeden Fall haben wir hier unseren Kalender. Mein Bart reißt mir gerade Barthaare raus. Gehen wir mal kurz runter. Also der erste Tag ist jetzt etwas länger. Liegt aber lediglich dran, dass ich den Kalender erst aufhängen muss. So, und das ist diesjährige Adventskalender. Geht der Bart jetzt schon auf die Nerven? So sieht er jetzt aus. Wunderbar. Können wir hier öffnen. Können das aufkriegen. Und das geht sogar sofort. Ich werde bekloppt. Denn meist ist es ja so, dass ich immer ein Problem mit dem Auspacken habe. Jetzt habe ich hier noch was verloren. Hier ist noch ein Zettel. Denk mal, wird so wie beim letzten Jahr sein. So wie im letzten Jahr. Genauso wie im letzten Jahr. Ich muss mir das mal anders. Dieses Gummiband. Kennt ihr das, wenn ihr so einen falschen Bart habt? Und dann reißt sich da immer so, reißt ihr euch da die Barthaare mit raus? Jedenfalls haben wir hier unser Kalender. Tja, und da wir heute Tag 1 haben, müssen wir auch Tag 1 öffnen. Das heißt, wir müssen. Das kann man hier wegziehen. Wunderbar. Ach, kaputt machen will ich den jetzt auch nicht. So, hier haben wir unsere verschiedenen Tage und wir fangen mit Tag 1 an. Da bin ich mal gespannt, denn letztes Jahr war eine Menge schöne Sachen drin. Aber wir fangen jetzt mit dem ersten Tag an. Ich bin ja gespannt, wie gut das vonstatten geht. So, Tag 1. Jetzt bin ich gespannt, was da drin ist. Das sieht gut aus. Wir haben hier einen kleinen Nockenvibrator. Ich gucke gerade nach der Sollreisestelle. Ja. Kleine Einkehrung. Dann läuft gerade an der Nachbarin vorbei und guckt hier ins Fenster, wenn ich hier mit einem Dildo sitze in einem Weihnachtsanzug. Na gut. Also, wir haben hier nur ein wunderschönes Gerät. Sehr handlich, sollte es auch sein. Tja! Da sehen wir uns ja schon an Tag 2. Die Freude, die ist da. Okay, und bis morgen. Nicht vergessen, abonnieren, liken, kommentieren.